Achtung, Brandschutz, LKW-Brand, Autobahn. Einsatz für ELW1, LF24, TLF1, RTW1, A40. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja. Nach dem Einsatz ist bekanntlich vor dem Einsatz. Dementsprechend geht es wieder zu einem PKW-Brand, wie eben gerade schon gehört. Diesmal nicht in die Innenstadt, sondern in den Bereich der Autobahn. Deshalb Motor an, Abblendlicht an, Blaulicht an. Ich behaupte einfach mal, wir sind alle drauf hier auf, der Karre. Die Türen sind zumindest zu. Und das bedeutet, ich rolle hier schon mal ein Stück raus. Und warte jetzt eigentlich nur noch auf den ELW. Der jetzt hier im bestmöglichen Fall hier gleich durchzieht. Da kommt er auch schon. Leitstelle Müller von 1-4-1-1-9. Hier Leitstelle Müller von. Noch Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz, bitte. Brennender LKW auf Standstraße Polborn, die werden angewiesen kommen. Ja, kleines Ende. Also das ist hundertprozentig, kann ich mir anders sonst nicht erklären. Das muss auf jeden Fall ein Fehler sein, dass wir hier manche Funktexte nicht haben. Ne, weil wiederum das Verstandende war ja jetzt eben gerade synchronisiert. Deshalb, das kann ich mir sonst anders, ehrlich gesagt, gar nicht erklären. Aber ich war der Meinung, ehrlich gesagt, dass man beim letzten Mal beim PKW-Brand eigentlich schon abgefahren ist. Jetzt fahren wir ja auch wie beim LKW-Brand. Bin ich gerade ein wenig verwundert. Nun gut. Immer schön dem ELW hinterher, der weiß, wo es lang geht. Und natürlich, wie immer, schön mit E-Horn. Ne? So. Das hat ja jetzt nicht so gut geklappt hier mit der Kamera. Ja. Ist ja gut. Ruhig. Langsam und gesittet. Ne? Don't drink and drive. Wir rollen jetzt erstmal vor. Mal schauen, ob wir überhaupt durch die Rettungsgasse durchkommen. Ich hoffe es ja sehr. Ne? Bin ich ehrlich. So. Schön moderates Tempo hier. Und einmal auf den Standstreifen drauf. Da holen wir sogar den ELW ein. Das sieht doch bis dato hier ganz gut aus. Wobei, das ist jetzt für mich nicht der alarmierte PKW-Brand. Bin ich ehrlich. Naja, egal. Machen wir trotzdem. So, wir organisieren einmal den Einsatz in der taktischen Übersicht. Einmal der Einsatzleitwagen, den schicke ich einmal zu einer Lageerkundung. Hier auch einmal absitzen. Das TLF brauchen wir ja theoretisch nicht. Wobei auch das lassen wir kommen. Hier manuell auch einfach einmal absitzen lassen. Schade ist, finde ich, dass wir die Fahrzeuge nicht individuell noch platzieren könnten. Also dass wir im Tactical View jetzt auswählen könnten, zum Beispiel hier Fahrzeug umparken und wir automatisch einen Parkmarker haben, den wir ausrichten könnten, sodass wir der KI automatisch sagen, zum Beispiel, ich möchte jetzt aber, dass du dich entgegen der Fahrtrichtung da und dahin stellst oder dass du dich hier hinten schräg stellst als Verkehrsabsicherung oder. Das wäre natürlich in meinen Augen deutlich interessanter. Na gut. Wir legen jetzt erstmal einen Löschwasserabgang und wenn der gelegt ist, legen wir natürlich auch
dann die Leitung zur Brandbekämpfung. Ne? In dem Fall hier würde ich jetzt einfach wieder das Mittelschaumrohr präferieren. Einfach weil sich das ja in den letzten Einsätzen als sehr effektiv bewiesen hat. Wir starten einmal unsere Pumpe. Umfeldbeleuchtung haben wir im Endeffekt schon an. Sehen wir an den Seiten das Ganze durch den Einsatzmodus. Welcher Scheinwerfer soll das sein? Ach, vorne der Frontscheinwerfer. Interessant, interessant. So. Einmal die Pumpe an. Der Verteiler liegt. Und bevor wir da Druck drauf geben, geben wir natürlich noch den Befehl zu einer Brandbekämpfung mit dem Mittelschaumrohr. Erste Lagemeldung, LKW-Zugmaschine in Vollbrand, Anhänger außer Gefahr, Löschmaßnahmen werden eingeleitet. Das ist bestimmt ein Ende. So. Er beginnt jetzt auch schön fleißig mit dem Löschangriff, ein Traum. Bin ich mal gespannt, wie sich das hier noch verhält, ne? Weil bis dato, also vom Löschverhalten her, oder? Täuscht das? Also ich finde, ja doch, nee, okay. Also mit dem Mittelschaumrohr ist sie schon the optimal choice, ne? Also das ist schon das erste Mittel der Wahl. Macht ja auf jeden Fall echt was her. Und man sieht's ja auch. Wobei die KI löscht halt einfach nicht so effektiv, ne? Wenn die jetzt einfach schön von oben nach unten löschen würde, beziehungsweise im Idealfall würde sie ja jetzt rechts einfach die Brandbekämpfung beginnen. Damit der Anhänger, der ja abgekoppelt ist, auch wirklich außer Gefahr ist. Aber nun gut. Ja, ist jetzt hier für uns natürlich recht lahm, ne? Also wir können mal schauen. Wir könnten auch mal mit der verletzten Person sprechen. Die muss ja auch abtransportiert werden. Ach, wir haben die Sprechblasen jetzt gar nicht eingebaut. Das ist aber jetzt, so. Ich meine, wir kennen das ja schon, ne? Ich wollte meine Papiere holen und habe Qualm gesehen, da habe ich so schnell wie möglich den Sattelzug entkoppelt. Guter Mann. Haben Sie Rauch eingeatmet? Sie haben Ruß an der Nase. Auch da wäre es natürlich schön, das wird ja nicht... der Bart hier sein, sondern da auch da wäre schön natürlich ein gewisses Model zu haben, aber das wurde ja bereits gesagt, dass es da dann einfach mit der Alterseinschätzung Probleme geben würde. Aufgrund der Tatsache, dass er ja Ruß um den Nasenbereich hat und wohl auch Rauch eingeatmet hat, würde ich vorschlagen, wir schicken ihn trotzdem einmal zum Rettungswagen, er pest los und die zwei Kollegen hier kümmern sich dann drum. So, was ist denn hier los hier mit dem Mittelschaumrohr? Müssen wir mehr Druck fahren, ne? Damit sie hier adäquat löschen. Maximale Leistung, gib ihm. So, und jetzt will ich hier mal was sehen. Für unser Geld, ne? So, im Hintergrund, man sieht es da, die Kollegen vom Rettungswagen haben gar nicht lange gefackelt, sondern den Typen gleich eingeladen, auf die Trage drauf und rein in den Rettungswagen. Und da geht es auch schon los. Der Notfallsanitäter stand natürlich nur dabei. Der Rettungssanitäter hat hier die ganze Arbeit übernommen. Und jetzt gibt es erstmal die erste Meldung. Guter Mann. Das ist bestimmt ein Ende. Ah, was wird das? So, alle schön aus dem Weg. Das ist ein Traum. Da wird keiner angehupt. Er fährt einfach normal durch. So wollen wir es sehen. Jetzt muss die KI nur wieder das Löschen aufnehmen. Aber ich sehe, da tut sie sich doch etwas schwerer.
Ich starte einfach mal die Pumpe nochmal neu. Maximale Barzahl wieder. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Deshalb zack, einmal rein und los geht's. Wobei er sogar den Auftrag hat, lösche das Feuer, aber wahrscheinlich durch den Rettungswagen, der einfach keine Möglichkeit hat. Nun gut, dann schlagen wir jetzt hier einfach die Flammen nieder. Hier wäre es natürlich echt schön, wenn es irgendwann nochmal dazu kommt, dass wir einen Shader drin hätten, also sprich einen Schaumteppich, den wir irgendwie drüber legen könnten, dass man halt sieht, wo man schon war, beziehungsweise wenn das Objekt dann vollkommen mit Schaum bedeckt ist, sozusagen auch das Feuer ja dann im Endeffekt gelöscht ist, dadurch, dass wir mit dem Schaum ersticken. Jetzt gibt es die weitere Lagemeldung, dass das Feuer aus ist. Macht ja so jetzt auch keinen Sinn, weil der Brand ist ja gar nicht mehr unter Kontrolle, sondern wir haben ja jetzt im Endeffekt ja das Feuer gelöscht und gehen jetzt gleich zur Nachkontrolle mittels WBK über, beziehungsweise die läuft ja bereits, ne? So, jetzt müsste sich gleich jemand ausrüsten. Da wird das Halligan-Tool rausgeräumt. Das wäre hier halt schön, wenn das dann der Truppführer des Angriffstrupps machen würde, weil es macht ja jetzt wenig Sinn, wenn das jetzt hier wieder auflodert, dass hier Personen ohne PA rangehen. Aber auch hier werden wir tätig. Einmal schnell mit dem Mittelschaumrohr drüber. Rechts und links, da können wir ja nichts. Einmal ran. Und hier schön die ganze Zugmaschine zuschäumen. Und dann würde ich sagen, haben wir es auch schon, ne? Die Problematik ist ja, man hört es zwar noch, aber man sieht es nicht. Bräuchte ich jetzt nochmal die WBK, die hat ja der Gruppenführer. Das heißt, wir schauen uns das nochmal an. Aber das sieht soweit hier ganz gut aus. Auch der hintere Bereich der Zugmaschine, da ist nichts. Wir schauen nochmal von der anderen Seite. Und auch da klappt das. Was ich mir jetzt wünschen würde, wäre natürlich, dass wir hier auch, naja, irgendeine Wärmestrahlung hätten. Gerade bei Motoren würde man das ja jetzt sehen, je nachdem wie lange die laufen, ne? Dass die warm sind und. Auch hier hätten wir natürlich noch eine Temperatur, aber die würde sich halt nicht mehr in dem Bereich befinden, dass wir sagen müssten, dass wir da tätig werden müssen. So. Summa summarum würde ich aber sagen, haben wir den Einsatz erfolgreich abgearbeitet, ne? Trotz ein, zwei Schwierigkeiten auf der Anfahrt, beziehungsweise der Problematik hier vor Ort mit dem Löschen, nachdem der Rettungswagen die Person sozusagen ins Krankenhaus überführen wollte. Das heißt, wir können hier erstmal den Befehl geben zum Zusammenpacken. Das heißt, alle packen jetzt zusammen, also sprich die Besatzung des Telefs sowie die des ELWs und halt auch wir hier als Elef. Was müssen wir hier machen? Ich muss das doch trennen, kann ich gar nicht. Ich kann nur aufheben. Doch jetzt. Von der Seite, von hinten einmal trennen und ablegen. Dann auch hier das Ganze vom Verteiler. Ist natürlich auch falsch angekuppelt, ne? Das Sonderrohr wäre in dem Falle das mittlere Rohr, ne? Sprich das dritte Rohr. Und gleichzeitig müssen wir hier die Pumpe wieder abstellen. Das heißt, Druck nehmen, reduzieren und Pumpe deaktivieren. Und was soll man hier machen? Bindemittel vom Angriff, also ja, aber die haben ja gerade den Befehl gegeben, das zu öffnen. Okay, egal. Einmal zu. Das Gerätefach, die Schotter auch einmal wieder runter. Leitstelle für den SW1000. Ihre Leitstelle wieder kommen. Warten wir, bis es verstanden ist. Das ist verstanden,
verändert. Ein Traum. Und dann rücken wir nämlich auch ein. Und damit müsste jetzt auch die abschließende Lagemeldung kommen. Da kommt es auch schon. Hier Leitstelle wieder kommen. Abschließende Lagemeldung, Feuer aus, Einsatzstelle an die Polizei übergeben, Rücken wieder ein. Komm. Ein Traum. Und damit haben wir diesen Einsatz mehr als erfolgreich abgearbeitet. Wir sehen also, es gibt auf jeden Fall beim Sound noch so das ein oder andere Problem. Aber ansonsten lassen sich die Einsätze hier wirklich sehr, sehr zügig und flüssig spielen. Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Muss ich ehrlich sagen. So. Hier dann einmal runter von der Autobahn. Und sozusagen rein in die neue Woche. Was ich mir überlegt hatte für Freitag, wäre vielleicht ein Video zu machen zur Drehleiter. Weil ich doch auch in den Kommentaren, abgesehen davon, dass ich zum Wasserwerfer oben auf dem Dach des Telefs ein, zwei Fragen gestellt bekommen habe, wie man den nun bedient und. Gleichzeitig wurde ich gefragt, ob ich das Telef nicht mal etwas genauer erklären könnte. Könnte ich sowas natürlich auch für die Drehleiter machen. So. Wagen uns mal in den Kreuzungsbereich, aber die lassen uns, das ist ein Traum. Und deshalb, wie gesagt, könnte ich das gerne auch mit der Drehleiter machen, ne? So ein bisschen auf die Korbsteuerung eingehen, gerade dadurch, dass man ja vorne bei der Drehleiter doch einen abknickenden Korb hat und könnte auch einmal den Aufbau, ja, rein technisch darstellen, wie das funktionieren würde, damit man eine Brandbekämpfung zumindest hier im Spiel mit der Drehleiter aufbauen kann und nutzen kann, was man da beachten muss und tun muss. Na gut. In diesem Sinne, Blinker an und ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem weiteren Video wieder, wenn es dann wieder heißt, retten, löschen, bergen, schützen. Und bis dahin, tschüss.